die Einheit hat die Freiheit gebracht, die Entscheidungen über uns selbst selbst treffen zu dürfen. Ich bin gebürtige Sachsen-Anhalterin und könnte nie die Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes mit Sitz in Goslar sein, wenn es die Einheit nicht gegeben hätte. Alleine die Möglichkeit, eben sich irgendwie ins Auto zu setzen oder in den Zug oder Flugzeug, ich möchte mal dort und dort und dorthin, das war für mich mein Traum, der in Erfüllung ging. Drei Stimmen von vielen zum Tag der Deutschen Einheit heute. Menschen und ihre ganz persönlichen Wege der Einheit, die wir uns in der nächsten halben Stunde auch genauer anschauen. Guten Abend und willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem MDR-Extra Deutschland, einig Vaterland. Ja, hinter dem bunten, großen Nebeneinander heute auf der Ländermeile steht längst ein selbstverständliches Miteinander im Kleinen. Als erste nicht-bayerische Stadt gehört Sonneberg in Thüringen etwa seit gestern dem Wirtschaftsverbund Metropolregion Nürnberg an. Überhaupt ist in der Region geglückt, was man sich damals nach der Wende unter Zusammenwachsen so einfach vorgestellt hat. 2 Kilometer liegen die ehemaligen Grenzstädte Sonneberg und Neustadt bei Coburg beieinander. Und doch trennten sie damals Welten. Heute sind sie geradezu verschmolzen. Sonneberg in Südthüringen, weltbekannt für Spielzeug aller Art. Aber das war gestern. Heute wird in der Stadt ganz anders gespielt, über Ländergrenzen hinweg im Jazz. Der Jazzverein, über 100 Mitglieder stark, ist gut gemischt mit Oberfranken und Südthüringern und hat sogar überregional von sich reden gemacht. Ich war mal Gast bei dem ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler. Und habe ihn dann so in der Pause mal gefragt, ne, was ihn gerade veranlasst hat, also jemand von uns einzuladen eben. Ne. Da sagte er, ja, das ist bekannt, Herr Wicklein, dass Sie mit Ihrem Verein die Ländergrenzen wie eine Dampframme behandeln. Bis 89 lag Thüringen, Oberfranken ist auch ihr Erfolg. Sibylle Abel, Bürgermeisterin von... Sie spielen halt gut zusammen, die Oberfranken und Südthüringer. Wirtschaftlich, musikalisch und sprachlich sind sie aus einem Holz. Aus Ost und West ist wir geworden, noch Ausnahme oder längst schöne Normalität.